Mein Name ist Frank Erbgut, ich bin Professor für Neurologie und war 21 Jahre lang Leiter einer großen neurologischen Klinik, nämlich in Nürnberg. Und jetzt im Rentenalter beschäftige ich mich damit, dass ich Präsident der Deutschen Hirnstiftung bin. Ja, das Stiff-Person-Syndrom heißt heutzutage ein bisschen moderner. Stiff-Person-Spektrum-Erkrankung heißt, da gibt es auch noch verschiedene Varianten. Im Kern gemeinsam ist all diesen Störungen ein Dreiklang aus Symptomen. Das erste ist eine erhöhte Muskelanspannung, wie der Name ja schon verrät. Diese Muskelanspannung verläuft wellenförmig. Das zweite sind einschießende Muskelkrämpfe. Und das dritte, was deutet darauf hin, dass den ersten beiden gemeinsam ist, dass es durch äußere Reize getriggert wird, also Berührung, Schreckreize, emotionale Reize. Und betroffen sind die Muskeln des Rumpfs vor allem, also Rückenmuskulatur, auch die Beine vorwiegend. Aber es gibt auch andere Muskeln bis hin zu den Sprechmuskeln, was zum Beispiel bei Céline Dion, der Sängerin ja auch seit 2022 bekannt ist. Sie hat sich ja da geoutet und hat dieses Krankheitsbild so ein bisschen mehr öffentlich gemacht. Ja, der Verlauf ist am Anfang zunehmend, also progredient, wie die Mediziner sagen, dann ist es oft stabil und dann kann es auch auf so niedriges Niveau gehen, aber es kann auch mal aus dem Ruder laufen, um das mal zu sagen, weil es gibt auch eine Art sturmartige Verschlechterungen, wo plötzlich massive Krämpfe auftreten, also sehr wechselnd. Letztlich ist es eine Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankung heißt, dass der Körper Antikörper bildet gegen Strukturen und Botenstoffe, die die Erregungen im Zentralnervensystem bremsen. Wenn man das bremst, gibt es überschießende Muskel oder Impulse an die Muskeln und das führt dann zu diesen Übererregungen. Man kann auch verschiedene Antikörper, diese Antikörper kann man messen. Da gibt es zum Beispiel einen, der heißt Glutamat Decarboxylase und so weiter. Die müssen aber nicht zwingend vorhanden sind und umgekehrt sind sie auch bei Gesunden manchmal da. Ist also ein bisschen schwierig. Die Behandlung hat zwei Säulen. Das erste ist, wir wissen ja, es ist eine Autoimmunerkrankung, dass man diese behandelt mit den üblichen immunsuppressiven Therapien. Dazu gehört zum Beispiel Cortison, es gehören Immunglobulin-Infusionen, es gehören vielleicht sogar Blutwäsche dazu, Plasmaseparation. Das ist also der Versuch, die autoimmunologische Ursache zu bessern, aber es klappt leider nicht ganz so gut wie bei anderen neurologischen Autoimmunerkrankungen, ist also sehr variabel. Und die zweite Säule ist, dass man die Muskelverkrampfungen, den erhöhten Muskelspannungszustand mit Muskelspannungsdämpfern, also Muskelrelaxantien, sagt man in der Medizin, versucht anzugehen, um diesen Tonus runterzufahren. Auch Physiotherapie kann dabei helfen. Es ist eine chronische Erkrankung und dadurch ist es nicht wirklich heilbar. Man kann es aber, das ist im optimalen Fall so, durch die Therapien auf einem Level halten, was dann die Lebensqualität nicht mehr so einschränkt. Ja, bei den Medikamenten, die helfen können, gibt es auch die zwei Gruppen. Die einen gegen die Autoimmunerkrankung, also da kommt zum Beispiel Cortison vor, es gibt auch neuere, zum Beispiel das sogenannte Rituximab. Und das zweite sind die Medikamente, die gegen die Muskelspannung helfen, also Muskelrelaxantien, wie sie heißen. Das sind zum Beispiel in schlimmeren Fällen auch die Benzodiazepine, sind schwierig, weil die auch ein bisschen süchtig machen und sich adaptieren. Aber das ist der Versuch, die Krisen zu durchbrechen. Also grundsätzlich ist die Lebenserwartung beim Stiff-Person-Syndrom nicht eingeschränkt. Es gibt aber natürlich schon auch mal sehr dramatische Erscheinungsformen. Da gibt es den sogenannten Storm, also ein sturmartiges Verkrampfungsgeschehen, wo der ganze Körper betroffen ist. Es kann auch die Atemmuskulatur betreffen und dann wird es natürlich kritisch. Das kann im Einzelfall schon mal schlimm sein, aber insgesamt ist die Lebenserwartung nicht eingeschränkt. Also wichtig ist insgesamt, dass man die Diagnose frühzeitig stellt. Das ist gar nicht so einfach. Man weiß zum Beispiel, dass bei 70% der Betroffenen, wo es dann später rauskommt, die Diagnose sehr lange gedauert hat. Also trotz der Seltenheit 1 bis 2 pro Million Einwohner Augen auf. Und dann gibt es eben doch ganz gute Chancen, dass man das Stiff-Person-Syndrom so gut in Schach halten kann, dass die Lebensqualität ganz gut ist.